Welcome everybody. Bienvenue. Dobry dzień. Guten Tag. Today we play Railway Empire. But first we restart the game because it's crashed. Okay. Then loading der mittlere Westen. Ach, mein Lieber, konkurrieren wir etwa wieder miteinander? Ha, das ist ja eine schöne Überraschung. Es mag letztes Mal für mich nicht so gut ausgegangen sein, aber inzwischen habe ich etwas mehr in der Hinterhand. Manche Leute mit Geld widerstehen mir weniger gut, wenn du verstehst. Also, viel Erfolg, auch wenn du ihn kaum haben wirst. Okay. Frack und Zylinder stehen dir gut, aber ich bin froh, so etwas nicht tragen zu müssen. Ich bin sicher, wir werden viel Spaß haben. Vor der netten Dame musst du dich aber in Acht nehmen, denn sonst überrollt sie dich einfach. Doch wenn wir beide zusammenarbeiten, ist das Glück auf unserer Seite. Okay. Let's go. Wie ich sehe, platzierst du neue Bahnhöfe auf dem Spielfeld. Ja. Very, very good. Marvelous. Wonderful. Stefan, welcome. Thanks for the follow. Zuglinie von hier nach hier. Okay, Lokomotive, diese. JDMP, hello, willkommen. Ich hörte, dein Ziel sei Omaha. Schlag es dir aus dem Kopf. Oder soll dein Zug über den Mississippi fliegen? Verhandlungen über eine Brücke laufen, aber das ist eine langwierige Geschichte. Sicher, im Osten ist das Netz etwas löchrig und du könntest dich ja erstmal um Toledo und andere Städte kümmern. Aber ob es sich wirklich lohnt, dort ein Netz aufzubauen? Okay, Zuglinie Chicago, Indianapolis. Lokomotive, Tida, go.
kleiner Bahnhof. Dahin? Hier ein Bahnhof. Oh, hast du dir das auch gut überlegt? Ich sehe, dir ist es gelungen, dein Streckennetz im Osten auszubauen. Das ist schon mehr, als ich von dir erwartet hatte. Wie ich höre, ist die Brücke über den Mississippi genehmigt worden. Doch der Mississippi ist eine natürliche Grenze und wir müssen sie respektieren. Eine Brücke darüber zu errichten, wäre vielleicht machbar, aber viel zu aufwendig. Sonst müsstest du die Baustelle bei Rock Island mit Material beliefern und extra eine Linie dorthin einrichten. Das lohnt sich doch gar nicht. Okay. Nope. Let's see. Choo-choo! Von hier nach da. Lokomotive, go. Und ein neuer Zug von hier nach da. Lokomotive, die da, go. Noch ein Zug. Von hier. Also die Giro und Post nach
Da. Okay. Ich habe mit einer kleinen Schaluppe angefangen. Damit habe ich Passagiere und Waren zwischen Staten Island und Manhattan transportiert. So habe ich mir meinen Ruf erarbeitet und, ja, auch meinen Titel. Commodore. Da war ich 16 Jahre alt. Okay. No. Als ich angefangen habe, hat mich niemand ernst genommen. Cornelius, dessen holländische Bauernfamilie nach Amerika ausgewandert ist, aber ich habe es ihm allen gezeigt. Lokführer, ja. Okay, Revenge, Torpedo, Revenge.
Ein Dienstwagen, überall Wander. Der macht aus Korn Bier. Haben wir hier irgendwo Korn? Da unten ist Korn. Hm. Lohnt sich das? Da ist nochmal Fleisch. Ich kann dir versichern, dass dein Geld in meinem Unternehmen bestens angelegt ist. Komm schon. So. Pass auf, ich habe noch das ein oder andere Ass im Ärmel. Yay. So. Oh no, not enough money. More money. Ein wenig Schummelei gibt unserem Spielchen doch erst die richtige Würze. Hey. Fährt hier überhaupt einer nach Rock Island? Rock Island, Chicago, ja. Okay, let's raffle some crate. I'm sure everyone waiting on this.
Madison. $65,000, no. JDMP, congratulations. Okay. Ein Heizer. Nehmen wir. Yeah, I think Seta has troubles at this moment. I have heard that some streamers can't draw giveaways and so. Ich hätte ja etwas wesentlich Exquisiteres ausgewählt.
ein Bandit. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob du das so gemeint hast. Doch. Okay. Sind es? Nope. Let's upgrade, because then it's faster. Immer schneller und schneller. Mit stilvollem Hallo. Reisen hat das aber willkommen. Nichts zu tun. Willkommen, willkommen. Hast du Sound an oder schreibst du bloß so? Muss man ja fragen. Das würde ich gerne kaufen. Ja. Alles gut bei mir. Nee. Ich höre alles. Nee, wo du letzte Mal schon da warst, da habe ich gesagt, wegen dir bin ich zu Zeta gekommen eigentlich. Ich habe das bei dir das erste Mal gesehen, was Zeta ist, und habe mich denn da beworben und durfte denn da streamen. Also danke nochmal, dass du es mir gezeigt hast damals. Ist ja schon über ein Jahr her, also ich bin letzten August 2019. Wenn ich schreie, kriegst du die Nachbarn mit? Nee, mache ich nicht. Das mache ich nicht. Aber warte, ihr könnt ja den Nachbarn ein bisschen ärgern. Dann möchtest du eins aufs Maul? Ja! Oder so. How dare you? Chefingenieur, so. Haben wir noch schön erwischt. Toledo Railways. Cool. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass
du mich da erstmal hingebracht hast nach Setta. Hier kriegst du einen Coin-Buff. Warum hast du dein Slot aufgegeben? Warum das? Beeindruckend, das war wirklich schnell. Als Maulgret. Ja. Ich meine, ist klar, ne? Wenn du bei Twitch Affiliate bist, dann darfst du ja eigentlich technisch gesehen gar nicht woanders hin streamen gleichzeitig. Und so. Ist schon kacke. Deswegen habe ich das Affiliate bei Twitch aufgegeben. Ich hatte da so und so bloß 2 Subs. Und da hat sich das dann nicht wirklich gelohnt. So hat man viel, viel mehr Freiheit. Die paar Kröten von Twitch können sich sonst wohin stecken. So. Familie Ward hat dich kontaktiert. Nö. Warte mal, ich will einen Konkurrenten aufkaufen. Kriegen wir da ein paar Prozente? Nur zu. Es könnte lohnend sein, in dieses Geschäft einzusteigen. Schließlich profitiere ich auch davon, wenn diese Aktien steigen. Solltest du nicht lieber in den Ausbau deines Streckennetzes investieren? Ach Gott. Das ist natürlich doof. Wollte ich jetzt. Den habe ich gekauft. Irgendwas wollte ich jetzt bauen, glaube ich. Ein Spion, genau. Ein Spion, den nehmen wir. Nee, Innovationspunkte behalten wir. Wenn ich noch St. Louis anbinde. Ja, da ist die Hauptsache, dass alles wieder gut ist, ne? Das ist wirklich fast das Wichtigste. Bei Gesundheit kann man sich nicht kaufen, ne? Machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Einen neuen Tor, einen neuen Bahnhof bauen? Ja, ne? St. Louis. Dann gehen wir aber gleich da vorbei. Nein, stopp. Shit, habe ich schon hier gebaut? Nee. Jetzt fehlt wieder Geld. Bisschen daddeln lassen. War schön, dich mal in meinem Stream zu haben. Ach, du siehst ja, was man heutzutage alles machen muss, um auf Setta zu streamen zu dürfen. Und dann werfen sie den 24/7 AFK-Krypto-Streamer die Keys hinterher. Naja, ich sag mal nicht zu viel. Ist, glaube ich, gesünder. Jupp, jupp. Das nannte sich irgendwie exklusiv Content-Klausel, ne? Das war denn schon ein bisschen doof.
Und das hindert dich ja sogar daran, das, was du gerade gestreamt hast, sofort auf YouTube hochzuladen. Das verbieten sie dir dann auch noch, ne? Und das fand ich schon ein bisschen armselig. Von Twitch her, weil, hey, wenn du fertig bist mit Streamen, dann möchtest du das vielleicht mal nach YouTube hochladen. Nein, darfst du erst noch 24 Stunden. Das ist auch ein bisschen doof. Weil zum Beispiel YouTube ist mein Backup. Also alles, was ich streame, das lade ich hoch bei YouTube. Naja. Was soll man machen, ne? So bin ich ganz normaler Twitch-Streamer. Der das darf, was er gerade macht. Gleichzeitig bin ja an Trovo, an Twitch, an Zeta und an so eine Peer-to-Peer-Streaming-Plattform von der EdgeNote unterwegs. Wo haben wir das hier? Ja, ich habe mir da extra so eine Übersicht programmiert. Das ist mein Input. 3,8 Megabit gehen rein und dann wird das über vier RTMP-Server, die hier lokal bei mir im Netzwerk laufen, gesplittet auf Theta, auf Ovo, auf Twitch einmal und dann über die EdgeNote von. Kann man ja auch das Peer-to-Peer-Streaming machen. Habe ich mir extra was programmiert für, wo denn hier. Ich sehe, welche Plattform ein Problem hat, wenn jetzt Trovo zum Beispiel ein Problem kriegt und ich müsste da einen Server wechseln, dann kann ich das tun, ohne alle anderen zu beenden. Dann kann ich nur den hier abschießen und URL ändern und so. Macht sich schon cool. Ja, ist nicht schlecht. Verified. Kriegst ja dann noch sogar noch was. Ich habe, glaube ich, erst 5 Leute geworben. Und wie ist der hier? Trovo. Da ist Twitch und hier ist Theta. Ich bin gleichzeitig auf allen Plattformen, siehst du hier. Wie viel Upload hast du? Warte mal, ich habe da ein Bild. Wo haben wir das? Wo habe ich das? Dokumente? Ich will jetzt keinen Speedtest machen, weil dann sieht man meine IP. Und das möchte ich nicht unbedingt. Aber ich habe hier so ein Bild zum Spoilern. Ja, mach da das mal auf. Hallo? Mit Paint 3D bearbeiten? Kriegst du das hin? Ja. Ich schiebe das da mal rüber. Ich kenne meinen Download, ja, richtig. Das ist das Bild von meinem Speedtest. Also ich habe eine Glasfaserleitung. Bist du dir sicher, dass du dich da nicht ein kleines bisschen übernimmst? Und seitdem ich, na klar, symmetrisch. Und bei Glasfaser, da kannst du nichts falsch machen. Die kostet 40 Euro im Monat. Da kannst du absolut nichts falsch machen. Ich hatte vorher Kabel Deutschland und danach wurde ja Kabel Deutschland von Vodafone gekauft und dann ging es bergab. Sozusagen. Dann hatte ich auch ständig, wie ich hatte 25 Megabit Upstream bei Kabel Deutschland eigentlich und teilweise kamen dann bloß 10 oder 5 an. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, meine Stadtwerke hier in meiner Stadt, die haben einen Glasfaserausbau angefangen und ich habe gesagt, ich wäre gern dabei. Du weißt schon, dass die beiden Schienen parallel zueinander verlaufen müssen? Sieht mir recht stümperhaft aus. Hä? Hast du baust dein Streckennetz ja ziemlich weit nach Süden aus. Bist du sicher, dass sich das auch lohnt?
Quatsch mir nicht voll. So. Neuer Zug. Von hier nach hier nach da. Automatisch. Den da. Nee, kann ich nur empfehlen, wenn du Dings hier kriegen kannst, wenn du Glasfaser kriegen kannst, alles andere ist nur noch Scheiße dagegen. Glasfaser ist das Beste, was es gibt. Ist störungsunempfindlich, da kann direkt neben der Leitung jemand einen Staubsauger anwerfen, der 20 Jahre alt ist. Weil das optisch übermittelt alles, hast du da keine Störstrahlung und so. Ist das Beste, was geht. Kommt natürlich immer auf den Anbieter an, wenn der jetzt 100 User auf eine Glasfaserleitung bucht, ne, dann geht's auch runter, aber bei mir geht's momentan mach dir nichts eigentlich draus. Gut. Wen interessiert, was in diesen Schmierblättchen steht, nicht wahr? 75 Kilometer pro Stunde. Oh, die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. So. Also ich bin super zufrieden damit. Haben wir wo ab? Lokführer. Und da gibt es eine neue Express-Lok. Zack. Woran sehe ich hier, was die transportieren? Ganz zu Anfang hatte ich auch mal DSL und danach dann irgendwann zu Kabel gewechselt. Bei Kabel dann doch ein bisschen besser als DSL ist, ne? Störungsunempfindlicher und so. Muss man dann sehen. Aber bei uns war das so ein Pilotprojekt. Konnte man sich dann registrieren und dann haben sie geguckt, wo die meisten haben wollten und da haben sie dann angefangen zu butteln. Ich habe auch mal mit Techniker gesprochen. Also ich bin jetzt, wie gesagt, einer der ersten 100 Kunden sozusagen von dem Anbieter. Und die haben erstmal 10 Gigabit Leitung gebucht gehabt letztes Jahr und dann und zum Ende des Jahres wollten sie dann nochmal 10 Gigabit dazu buchen. Geht halt über das Stromnetz, weil bei unseren Stadtwerke hier also ich denke mal die Stromanbieter, wo sie ihre Stromtrassen gemacht haben und so, die haben wenn schon gleich Glasfaserrohre mit dazu gelegt und dadurch können sie jetzt halt gutes Internet anbieten, weil sie so und so aufgebuttelt haben und Strom verlegt haben wahrscheinlich. Und ich kann nicht meckern, niedrige Pingzeiten hast du ja gesehen, das waren jetzt zu dem Server, wo ich getestet habe, vielleicht Luftlinie 100 Kilometer. Auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Deswegen auch die 9 Millisekunden. Das ist jetzt nicht nach Frankfurt gewesen oder so. Ich wohne ja im Norden Deutschlands. Oh, wie ich sehe, hast du tatsächlich so etwas wie einen Geschäftssinn entwickelt und investierst nun auch in erfolgreiche Unternehmen. Quatsch nicht, wenn ich 50% habe, dann bist du weg vom Fenster. Ja, auf jeden Fall ist das das Beste, was ich je gemacht habe. Das Schönste ist, die haben momentan seit Juni dürfen die eigentlich schon abbuchen. Oh, fantastisch, dass eine deiner Lokomotiven endlich auch einmal einen Rekord aufgestellt hat.
Muss ich noch mal klären. Hatte ich schon mal angerufen. Unterhändler bei Auktion, nee. Dürfen ausbauen. Ich wollte dir ein bisschen vergessen. Dabei helfen, deine monatlichen Gehaltskosten zu senken. Das ist das Problem. Du kannst halt nichts gegen so eine Sabotagen machen. Ne? Kannst du dir was abwerben? Sagen die Aufgaben. Verbinde 10 Landbetriebe mit deinem Streckennetz. Rock Island. Ja, lass dir schmecken. Rock Island. Baumholz. Mach dir nichts draus. Wen interessiert, was in diesen Schmierblättchen steht, nicht wahr? Wo ist denn dieser Ort? Rochester. Habe ich den schon angeschlossen? Nee. Doch da. Warte nochmal, Rock Island mit 50 Ladung Bauholz. Ist hier irgendwo Holz? Können wir irgendwas pushen? Nee. Machen wir noch ein Giveaway? Toledo. Noch ein neuer Bahnhof. Du bist ja unermüdlich. JDMP, congratulations. They're great. Zugbegleiter, ja, nehmen wir.
Was ist denn hier? Können wir jetzt wieder erforschen? Okay, wo waren wir hier? Versorgungsturm haben wir schon, okay. Lokomotive wählen die da. Mach dir nichts draus. Wen interessiert, was in diesen Schmierblättchen steht, nicht wahr? Ido nach Oma. Okay. Seconds, that's not good. That's really not good. Ein Bandit. Kann ich nicht einstellen. Thank you.
Okay. Dafür hast du Geld ausgegeben? Hättest du lieb gefragt, hättest du den Mitarbeiter auch so haben können. So. Oh nein! Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. So. Der ist voll gut. Okay. Super. Toledo nach Omaha. Toledo, wo ist Omaha? Hast du etwa dein großes Portemonnaie mitgenommen? Wo ist denn hier Oma? Columbia. Fargo. Bell. Nicht blind. Louisville. Knoxville, Memphis. Louis. Aber bin ich völlig bescheuert? Wo ist denn hier Oma? Nichts zu sehen. Columbia.
Omaha. Na gut, da komme ich noch nicht hin. Große Stadt. Die sieht groß aus. Ein weiterer Bahnhof wäre in dieser Stadt wirklich nicht nötig gewesen. Wenn du in diesem Tempo weitermachst, kann ich auch zu Fuß gehen, statt die Eisenbahn zu nehmen. Money time. Grab the code.
Kannst du mir erklären, was du mit diesem jämmerlichen Verhalten erreichen möchtest? Ein Saboteur. Okay, I have 75% of the one enemy. Microphone muted. Ach, ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Wirklich nötig war das ja nicht, aber wenn du meinst... Microphone activated. So. Na klar, kaufen wir. Hi Moonlight. How's it going? Die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. Okay. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Du hast es vielleicht nicht bemerkt, aber ich habe diesen Betrieb bereits an mein Netz angeschlossen.
Eine Million. Beeindruckend, das war wirklich schnell. Hier, da kommt der Heizer rein. Super. Da hast du aber aufs falsche Pferd gesetzt. Okay, dann machen wir noch einen Zug. Und hier Chicago. Oh je, da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Noch ein Platz für meinen Bahnhof. Bestimmt wieder nur eines deiner kleinen Versehen. Aber kann es sein, dass du gerade auch ein Gebot abgegeben hast? Yes. Charles, hallo, willkommen. Lass mich dir zeigen, wie man das macht. Let's do another giveaway. A crate. Okay.
Okay. So, Sturm. Hier. Neuer Zug von hier. Ach da. Ich kann mir auch nicht erklären, warum dein Mitarbeiter plötzlich bei mir arbeiten wollte. Oh nein, so ein Pech aber auch. Zugbegleiter. Nobody wants a crate. Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? Bauholz. Mein Spion hat mir berichtet, dass du deine Forschungsabteilung dringend aufräumen musst. Überall liegen diese geheimen Baupläne herum. The
199. Ausgezeichnet. Dank dir habe ich meine Investitionen 100-fach zurückerhalten. Und das ohne auch nur einen Finger zu rühren. Doch ich bleibe noch etwas in der Gegend, denn ich muss unbedingt sehen, wie deine Investitionen verdampfen. Ich muss zugeben, dass deine Ergebnisse für sich sprechen. Dieses Liniennetz kann sich sehen lassen. Man sieht sich immer zweimal, Herzchen. Das ist eine Drohung, kein Versprechen. Glaub mir, dein Geld ist bei mir gut angelegt. Ja. Ich kauf dich auch auf. Okay. Sorge in Toledo für 100.000 Einwohner. Was haben wir denn hier? Das sieht aber nach Plänen aus deiner Entwicklungsabteilung aus. Sieh mal, einer deiner Züge hat eine Panne. Oh, hast du auch bemerkt, dass man mit Aktien Geld verdienen kann? Okay, wie kriegen wir Toledo zum Wachsen? Da muss Holz hingeliefert werden. Die transkontinentale Eisenbahn ist ein schöner Traum. Aber irgendwann wacht man auf. So auch du. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ein, Ding gekauft.
Vielleicht hilft es, wenn Sie das nächste Mal eine Münze werfen. Rückwärts kann man auch forschen, okay. Zwei Leute habe ich noch. Hast du etwa dein großes Portemonnaie mitgenommen? Ha! Hier ist ja noch ein Platz für meinen Bahnhof. In dieser Stadt steige ich mit ein und erhöhe um einen Bahnhof. Erik, hallo, willkommen. What's going on here? Das ist ja nicht. EG, Erik. You're great.
Pre-Money Time. Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? Ist das noch nicht freigeschalten? Ach so, ich muss Bauholz liefern. Woher kriege ich Bauholz? Dampfschiffe sind so viel angenehmer als die Eisenbahn. Der sanfte Wellengang statt diesem Rumgeholpere. Flanieren auf Deck, statt sich durch die Waggons zu quetschen. Sieh mal, einer deiner Züge hat eine Panne. Ein Heizer. Boah, haben die schon wieder Probleme hier? Thank you.
Eine Expresslinie von Fargo nach Rock Island. Geht gar nicht. Schon wieder 500.000. Majus, hallo, willkommen. What is this for a song? Go away with the song. Trovo has some serious problems at this moment. Okay, nice. Toledo. Sieh mal, einer deiner Züge hat eine Panne. Zwei Bahnhöfe in einer Stadt stehen mit Sicherheit nicht in Konkurrenz zueinander. Dieses Spielchen kann auch zwei spielen. Dieses Spielchen kann auch zwei spielen. Wachmann kommt zuerst bei den Wertvollen. Noch ein Bandit, cool. Nein, doch. Oh. Luki, thank you for the 50 T-Fuel. Dankeschön. Moni, Moni. Sure, someone will. That's a yes in the prediction. Thank you, thank you. Let me give you something for your kindness.
können wir denn sonst noch Schönheit machen? Innovationspunkte brauche ich gar nicht so viele. Du willst mich mit deinen Banditen doch nicht ernsthaft wütend machen, oder? Shields mad. Na klar. Happy Lurking. Oh. Zuglinie von Nashville nach Louisville. Auf die ständigen Pannen deiner Züge kann man ja schon Wetten abschließen. Und von Nashville ein Express. Oh dang. Telefon. Be right back. Okay. Back. Hello, Ellie. Welcome. So, what we do now?
Nashville to Toledo. Dieser Artikel ist natürlich wenig schmeichelhaft, Sweetie. Wüsste ich es nicht besser, könnte man meinen, du würdest da gerade eine Übernahme versuchen. Nein, nein. Zecken die sich schon wieder an. Oh Mann. Ein Gebot von dir? Du bluffst doch nur. Ja, guckst du. Ein Spion schicken wir mal los. Noch ein Heizer, na klar, nehmen wir. Wo fehlt ein Heizer? Hier. Mason Dam, hallo, willkommen. How are you doing? Explodiert da gleich der Kessel? Das muss ich mir ansehen.
Free Money Time. Thanks for posting the code. Deine Züge zu beobachten ist einfach eine Garantie für gute Unterhaltung. Noch ein Heizer, nehmen wir. Ach, ärgere dich nicht. Diese Zeitungsüberschriften über dich sind wirklich lustig. Maybe someone wants a crate. Kann ich nicht nach Rock Island fahren? What the F?
die ständigen Pannen deiner Züge kann man ja schon Wetten abschließen. Pass bloß auf, dass du dich nicht verzockst, Sweetie. GG, Basenarm. Here are your crate. Ist es eigentlich Sabotage, wenn ich mir das Sicherheitsventil deiner Lokomotive einmal kurz ausleihe? Ach, Sweetie. Dieser Saboteur war zwar teuer, aber irgendwie auch jeden Penny wert. This guy. Buchhalter. Nehmen wir. $5.6 million. Percent. Almost. $1.2 million, and I have no enemies more. Thank you.
Ich glaube, du brauchst mal eine kleine Erinnerung daran, dass du mich besser ernst nehmen solltest. Microphone muted. Microphone activated. Hättest du in einen Wachmann investiert, hätte ich jetzt weniger Spaß. Explodiert da gleich der Kessel? Das muss ich mir ansehen. Ist es eigentlich Sabotage, wenn ich mir das Sicherheitsventil deiner Lokomotive einmal kurz ausleihe? 94%, 95%, almost. Ein Gebot von dir? Du bluffst doch nur. Warum sucht sich dieser Stümperbandit doch einen bewachten Zug aus? Wie nett von dir. Du hast es erforscht und ich werde es gut einsetzen können. Ja, ja. Was ist denn hier los? Einer hat eine Panne, alle stehen. Es ist immer gut, seine Konkurrenz auszuschalten. Du brichst mir das Herz, Sweetie. Aber so ist wohl das Spiel. It's all mine.
50 Ladungen Bauholz. Na toll. Tauche der Lokführer, Zugbegleiter, Zugbegleiter. Den fährst du nach Indianapolis. Der wurde immer wertvoller, gibt's doch gar nicht. Madison nach Rock Island.
Heizer. Noch ein Heizer. Maybe someone wants our coin buff. Nochmal Zugbegleiter. Ich sehe, Toledo ist ziemlich groß geworden. Willst du behaupten, dass deine Eisenbahn einen großen Einfluss auf diese Entwicklung hatte? This is great, no enemy.
me something to fight for. Follow in the footsteps. 13 von 50, okay. Very, very good. Marvelous. Wonderful. Digitally. Thanks for the follow. Welcome. Choo-choo. Few weeks ago it was on sale on Steam with all the DLCs, so I got it. On October the 10th this game is ja, wenn du Deutsch sprichst, dann kann ich das noch besser formulieren. kann man das im Epic Store gibt es das kostenlos am 10. September, nicht Oktober. 10. Oktober, September gibt es das kostenlos, aber ich glaube, die DLCs gibt es nicht dazu. Ich habe ja noch die ganzen Erweiterungen Europa und wie sich was alles, die ganzen Länder. Das Schöne ist, du kannst hier auch mit Leute einstellen und so. Halt alte Railroad Tycoon zum Beispiel, das hat nicht mit Leute einstellen und so gearbeitet, ne? Und das nicht. Das habe ich ja auch, das Railroad Tycoon. Das ist hier ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da kannst du sogar mitfahren. Hallo, willkommen.
habe jetzt noch die einfache. Einfache Streckenführung angemacht, dass die Züge ineinander fahren können, sonst müssen die immer mit Signalen aufeinander warten und so. Das war mir doch ein bisschen zu krass. Ja, weiter haben wir den Bahnhof noch. Na klar, hier übernommen. Ordentlich Milch. Produzent. So, noch ein Wachmann eingestellt. Ich brauche gar keinen Wachmann mehr, weil ich habe ja keinen, der mich sabotiert. Ich habe die Gegner ja schon aufgekauft. Hier immer so schön sehen auf der linken Seite, ob man da einen Lokführer drin hat. Der erste ist der Lokführer, der zweite ist der Heizer, der dritte ist der Zugbegleiter, der vierte ist der Wachmann. Wenn wir hier einen Lokführer aufsetzen. Unser Lokführer verbessert denn die Stats so ein bisschen. Das ist gar nicht, was er konkret macht. Wartungsbedarf, glaube ich, 20%. Nächsten Damen, congratulations! Das war Coinbuff, ne? Yes, Coinbuff. Ein Wachmann, ja, nehmen wir. Security. So, Rock Island, 38 und 50. Können noch ein paar Coins verlosen. 500. Was ab einem gewissen Level wünscht man sich denn so einen automatischen Manager, der das selbstständig macht, Leute einstellt und so. Okay, Rexy hat gewonnen. Das ging schnell. Herzlichen Glückwunsch. Können die nämlich noch nicht bauen. Müssen erst das Baumaterial liefern. Xula, hello, welcome. And free money time, instant code. Grab it. It doesn't cost anything. 38 von 50. Wenn das durch ist, können wir über den Mississippi rüber. Thanks for posting the code. Let's look what we have.
Maybe this works. Davon haben wir einen, davon haben wir einen, davon haben wir einen, davon haben wir zwei. Also geben wir euch beiden hier mal ein. E-Fuel. Must be unclaimed. Okay, refresh. Und Xula kriegt auch noch einen. Warum war das hier? Fast eine Tube verschenkt. Fast verklickt und eine Tube verschenkt. Oh Mann. Ich hab da letztens eine Tube gewonnen. Problem. Most of the stuff I have, I give away. This all is hoarding for the next giveaway to llamas. All the starter kits. Maybe I claim this seafood too and let it send to me. But the rest is for giving away. But first, I cannot start a new grand giveaway because it ends when I hit affiliate. And I'm not affiliate and I don't see that I can get it in a month or so. So everyone, look and join the grand giveaway. Hier, 39. Zugegeben, 100. Ich tue es etwas widerwillig, aber ich muss dich beglückwünschen. 55. Es ist dir gelungen, das Material für die Brücke zu liefern und nun ist sie fertig. Der Mississippi ist bezwungen. Du kannst weiter nach Westen vorstoßen. Doki doki. Then 4.4 million. We go big. Omaha. No, we don't go so big. Memphis? What? Memphis? Where are Memphis? What? What? Dang! You are right. Now. Okay. Puma. Okay.
Neuer Zug von hier. Nach da. Automatisch. Upgrade. Okay, neuer Zuglinie. Express. Waggons, Postwagen, Speisewagen, Dienstwagen. Nö. We can raffle another crate. Brücke kollidiert mit Dampfschiff. Mississippi-Brücke unter Anklage. Plötzlich änderte die Brücke ihren Kurs und kam direkt auf uns zu. Ich lach mich tot. Das ist ja eine Meldung. Wenn ich etwas in meinem Leben gelernt habe, dann, dass man mit dem Schlimmsten rechnen muss. Und jetzt ist es auch eingetreten. Was du da baust, ist eine transkontinentale Schande. Heizer und Zugbegleiter können wir alles gebrauchen, kommt her. Wo sind die profitabelsten Züge? Da können wir Zugbegleiter reinmachen und Heizer auch. Congratulations! There you're great, GG.
I don't understand how following can give you so much XP. You cannot see active users, only followers get 2000 XP. This guy has not written any message. 2000 XP for the follow. Cannot see who is active, who not. That's sad. Can see the top donators, but naja. Niemand, ich habe geklickt hier. What? Damn you. Zugbegleiter. From here to here, go. Eighty-five. Cool. You live in Chicago? Yes, see? Chicago is the biggest city on the map at this time. They have a train from all cities around Chicago. Driving to Chicago. I can tell you I'm not a big fan of big cities. The city where I live has around 15,000 people, citizens, and that's enough. I don't want to be in a
real big city with all the traffic and pollution and crime. No. When you're in Poland, you are my neighbor. I live around 50 kilometers from Poland away. North Germany. And I'm happy here. Once a month I drive to Poland and fill my fuel because we have so much tax on the fuel here in Germany. You save 20 cents per liter and when you fill 40 liters in the car and 20 liters in a canister. Yeah, see, I don't need a gun to live here. Maybe in 10 years, but at this time I feel safe here in my region. We don't have many crime here. In Berlin is more crime. It's a bigger city, but I don't want to live in Berlin. You have expensive for your rent. It's really expensive to live in Berlin. Then you have crime, then you have pollution. No. I like it here. I have fiber connection in my city. That's the only thing what counts. Yeah. That's sad. I think it has to do with everyone is allowed in America to have a gun. It's not common here in Germany to have a gun. Except you are a drug dealer or so. And when the police can't guarantee the safe. It's sad. All the crime. Yeah. I hope too that you never have to use it. I mean, when you have to use it, you can tell to you it was necessary to protect yourself or your family, but it's better not having to use it. What we can now do is this.
And like I said, I don't want to live in Berlin or Köln or Hamburg or München. No. I don't want to live in a big city here in Germany because of the traffic, the crime, pollution. And I say to me, I don't leave this region only for work. I'm not on this world only for work. I have find a different work in my region. It's not paying the highest rates, but I can live here. I can save some money, it's okay. I have two rooms here for rent and I pay 330 euros per month. When I live in Berlin, I'm sure I have to pay 700 euros per month for this same room size. Okay, you trade crypto full time. From all what I know, it's risky. Because no one can guarantee you the coin you trade exists after 1 or 2 months. Except for Bitcoin. For example, yeah. The biggest coins don't go away, but not so well-known coins disappear sometimes completely. It's a risk. Okay, you heard about Ethereum 2. I have read something about Ethereum 2. Because more transactions are possible with this and lower transaction costs. For now, Ethereum transaction is expensive. Not so expensive like Bitcoin, but still expensive. Yep. I'm thinking about getting some Ethereum too. I see the advantages. But I'm sure it's skyrocketing when it appears, because everyone sees the advantages. A few years ago, in 2019, I found a old wallet with 0.5 Bitcoin, and was buying computer parts with it. The Bitcoin was on this time on $10,000 and I buy it with my 0.5 Bitcoins
Some computer parts, now I have my monster PC, I got a GTX 2080 for bitcoins, I have a 48-zoll monitor for bitcoins. Oh, this is nice. A few days ago I bought a SATA for 45 cents per SATA. A stack of 500. But I see it as long-term investment. Hello, Chess, my friend. How are you doing? I hope you stake your SATA on some Guardian node. You get T-Fuel for it. And I don't plan selling my SATA. I use it for staking to get some T-Fuel. I have to wait for this goal. Anything else is done in this mission. If you are wondering why I not build any more tracks, only this one goal is left for the campaign. And I have no enemy. Mason Dam, you mean the SATA to $5? I think in the next years it's possible. Because when you read the roadmap, what the SATA developers plan to do, I think peer-to-peer file sharing is in planning for the SATA protocol. So not only video streaming, also file transfer. Is in the work. And if you mean my campaign, I have to bring 100 passengers from Toledo to Omaha and two trains driving there back and forth. Everything okay with my internet? Yes. Steam was reporting Brand network is not reachable. That I don't can answer, Mason Dam. I'm in crypto per hobby. I not have much experience in crypto. I read here and there, but I see the potential. But like I said, I don't plan to sell my SATA.
I think I have 2000 at this time. 2000 setter. Taking on our guardian node. Not my guardian node. Wisdom, maybe you get it wrong. Not T-Fuel, Seta. It's almost the same, but Seta is a token and T-Fuel is a gas token. You cannot transfer Seta when you don't have T-Fuel. So we talk about Seta, the real token. You cannot use the Seta token on Seta TV or so. Maybe 10 years ago, where the Bitcoin was at $5, I was thinking about buying for 100 euros Bitcoin. This were 20 Bitcoins. They are now worth 200,000. So I don't have bought it, sadly. I had to do, but I don't have. In the early days, I mined bitcoins directly with my graphics card. Today, it's nearly impossible. And I think the biggest thing about crypto is no government can simply print this crypto. For example, like the US dollar or the euro, they are simply printed. Or press it a button in a computer and a million euros appears. That's the thing.
Yeah. Zula has the right ideas, in my opinion, when the Ethereum 2.0 is successful. Ethereum original, the original Ethereum can be worthless. When the 2.0 is better, all smart contracts and so transferred, and the original Ethereum is worthless because it's old technique. Limited. So in a few years maybe Ethereum 2.0 take over and the price for Ethereum original is dropping and dropping and dropping because nobody uses anymore. It's possible. But who knows? Who knows? Who knows? Rebecca, hello, welcome. I'm good, thanks for asking. How are you, Rebecca? How's your day going? Did you want the Poro I wanted? Me the heartless monster? Don't have to try win one for me. Or your daughter. You don't have to win some anymore. No problem. I know you a little bit and I see you are not a coin beggar in every channel and so. Then I'm okay with that. No problem, you are welcome. The second Poro in my supply drop gets the most XP gaining user on Monday. No problem. I'm happy when my viewers are happy. And when you look, I have enough
Plushies. Two Llamas. Maybe I order one. I don't know. Has anybody this badge? Question mark. I got this badge from my friendly admin. Yeah, you heard right. I have here that too. Nobody has llamas anymore in their supply drop. The price will rise. Llamas will make me rich. In a half year, I put it on title, Top D becomes Llama, minimum 20k TV. Passengers. Maybe somebody wants a crate. Dun, 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 dun. So there. Drei Heizer. Da ist einer. Toledo. GG. There you crate. Have fun with it and good luck. I hope something cool is in it. Yeah, and free money time. Slash instant. Grab this code, it's free. It helps me too. I get the half of what you get. Choo-choo.
Nope. $20 million. Nope. Not lowering. 100,000. Cheap, cheap, cheap. Yeah. I like it too. Earlier I had Railroad Tycoon. It was not so detailed, but now this game is cool. You can watch the trains, follow them. Choo-choo! You can even sit on the train. I have configured the simple ray system. In the complex ray system you have signals and trains more straight. Only one train can pass our track. That's a little bit more complicated. But this is okay, I like it. It's complex enough. You have some people management on the trains. You can buy stocks from the enemies. I bought my enemies. Now the only thing is getting 100 passengers from Toledo to Omaha. That's the mission. Because I do a campaign. Thank you.
Jetzt checkt sie. Supply Drop. We can give away some coins. If someone needs coins. Meine Investitionen habe ich bei deinem Konkurrenten getätigt. Doch nun ist deine Linie von Detroit nach Rock Island sehr robust. Vielleicht war ich da etwas voreilig. Yay. Du hast dein Streckennetz im Osten ausgebaut, dich über den Mississippi hinweggesetzt und bist tief in den Westen vorgedrungen. Alle Achtung. Das war für die kurze Zeit eine ganz beträchtliche Leistung. That's right. I won. Mit der Überwindung des Mississippi öffnete sich das Tor zu den Great Plains und die Grenze der Wildnis wurde immer weiter nach Westen gedrängt. Dort, wo die Eisenbahn regelmäßig stoppte, hielt auch die Zivilisation Einzug mit all ihren Begleiterscheinungen. ...1861 hatten Kundschafter endlich eine Route gefunden, um eine vollständige Eisenbahnverbindung von Ost nach West zu realisieren. GG. Die zuvor noch skeptisch beäugte Vision einer transkontinentalen Eisenbahn schien zum Greifen nahe. Congratulations. Doch schon seit Jahren schwelte im Südosten ein Konflikt, der nun drohte, die ganze Nation in einem Flächenbrand zu verschlingen. But the next chapter, I play tomorrow. We begin it, but then I save and it's the end, because I have to work tomorrow. Really early, Streckennetz normal. Denken Sie auch manchmal darüber nach, alles hinzuwerfen und sich der Poesie zu widmen? Nee, kommt mir nicht in den Sinn. In den letzten Jahren hatten die Spannungen zwischen den nördlichen und südlichen Bundesstaaten immer weiter zugenommen. Ein tiefer Riss verlief entlang ökonomischer, politischer und ideologischer Streitpunkte. Quer durch die noch junge Nation. Der Ton beider Lager wurde dabei stetig rauer und zeichnete ein düsteres Bild, in dem ein gieriger, kaltherziger Norden einem faulen, grausamen Süden gegenüberstand. Die Union stand am Rande eines Bürgerkriegs. Alle Aufmerksamkeit war auf die Ereignisse der kommenden Monate gerichtet. Instant Code incoming. Mein Name ist Jay Cook. Ich freue mich, dass wir uns endlich kennenlernen. Nun, ich fürchte, es steht ein Krieg bevor. Eine Auseinandersetzung, der wir nicht entkommen können. Ich werde Präsident Lincoln helfen, die Union zu retten. Und für dich habe ich eine wichtige strategische Rolle vorgesehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Lincoln gelingt, den Konflikt zwischen den nördlichen und südlichen Staaten schnell aus der Welt zu schaffen. Doch wir müssen auf alles gefasst sein. Du musst daher deine Aufgaben sehr ernst nehmen. Zunächst einmal sollen die Südstaatler sehr schnell merken, dass es falsch wäre, den Staatenbund in Frage zu stellen. Daher sollst du dich um Louisville kümmern und dort eine Waffenfabrik errichten. Auf diese Weise verfügen wir im Fall der Fälle über eine gute Nachschubbasis im Grenzbereich. Okay. Bart. This we play tomorrow, next chapter. Yes. Grab this code, that's free.
So, let's draw the raffle. Help me get affiliate, watch, follow, donate. Friends, wäre es okay. Check out the grand giveaway below the stream. Friends, wäre es okay. The yes, answer is yes. Three no, answer is no. Good luck, everyone. Congratulations to the winners. Okay. Thanks for watching, thanks for the follows, thanks for the donation. Please stay in chat, I wait somebody. And I will be here tomorrow. Bye bye, arrivederci, dos vidania, auf Wiedersehen, tschüss.